Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Nairi Tau auf Shirin. Wir hatten eben gerade eine Cutscene gesehen, beziehungsweise im letzten Part, weil ich nehme ja immer drei Parts am Stück auf. Und darum ist das jetzt für mich eben gerade eine Minute her und für euch über einen Tag. Wir hatten eine Cutscene gesehen. Erstmal sind wir in diesen Zakat-Distrikt gegangen. Mit Sayo, die haben wir kennengelernt, die ist Spionin. Mit Rex und Nairi. Wir mussten erstmal Lebensmittelkarten besorgen und haben den armen Bill abgefüllt. Der arme Kerl. Aber der freut sich anscheinend seines Lebens. Dann hatten wir eine Cutscene mit den beiden. Und das ist ja der Dude, der anscheinend gerettet wurde von ihr und von dem anderen Dude. So. Und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Ach, würdest du aufhören, mich anzustarren? Hoppala. Klar, Shiro. Sobald du aufgehört hast zu grübeln. Hm. Seit Wochen starrst du aus diesem Fenster über den oberen Bezirk nachts. Du bist nicht von hier, oder? Du willst es wirklich wissen. Na schön. Bevor du mich gefunden hast, hatte ich mich tagelang durch die Straßen geschleppt. Kein Zuhause, kein Essen, kein Geld, keine Freunde und kein Ort, an den ich hätte gehen können. Bis du und Mahir mich gefunden habt. Es ist okay, Chiro. Du schuldest mir nichts. Ich bin der Sohn des Vorsitzenden des Sonnenrates. Du bist also wirklich aus dem reichen Viertel? Aber wie? Wie? Weil ich ein totaler Versager bin, Hessa. Ich bin ein Feigling, ein Verräter meiner Familie. Chiro, du bist kein. Mein Vater hat mir meine Privilegien genommen und mich dann im armen Viertel absetzen lassen. Meine Mutter hat ihn nicht aufgehalten. Sie muss gefühlt haben, dass ich hierher gehöre. Chiro, bitte, hör auf. Hör auf, dich selbst zu bemitleiden. Das ist nicht der richtige Weg vorwärts. Der richtige Weg? Sieh dir an, was aus mir geworden ist. Ich bin immer so stolz durch die Ratshallen gelaufen und nun laufe ich durch den Dreck. Dieses Selbstmitleid führt zu nichts, Shiro. Du musst etwas tun. Vertrau mir, ich weiß, wovon ich spreche. Dein Arm. Es tut mir leid, ich sollte nicht neugierig sein. Es ist Neugier, was die Menschen einander näher bringt. Du warst ehrlich zu mir, also werde ich mich revanchieren. Ich habe meinen Arm verloren, als ich noch sehr jung war. Am selben Tag verlor ich meine Eltern. Mein Vater hatte Schulden bei der Batil Gang, aber ihm war nie danach, seine Schulden zu begleichen. Moment mal, Batil Gang? Das war doch mit der Esma. Also hat seine Familie stattdessen bezahlt. Es tut mir so leid, Hessa. Mitleide mich nicht. Wie du trug ich meinen Schmerz als Umhang. Ich fühlte mich schwach und unvollständig. Mein Schmerz kontrollierte mich. Aber jetzt kontrolliere ich ihn. Schmerz ist ein Werkzeug, Shiro. Und du weißt, dass es Stärke ist. Ich habe dir gezeigt, was ich kann. Aber was wirst du tun, Shiro? Weinen wie ein Kind und aus dem Fenster starren? Oder wirst du dein Leid einsetzen für etwas ganz anderes? Krass. Oder Zakat-Distrikt. Endlich, wir sind im Zakat-Distrikt. Also hören wir uns um. Es muss doch ein paar Gerüchte geben, oder? Hey, denk daran, du bleibst unauffällig. Ich und Nairi werden das Reden übernehmen. In Ordnung, suchen wir jemanden mit Insider-Informationen. Ja, natürlich speichern wir. Was ist das? Du willst etwas über die Zakat-Gang wissen? Hau ab, ich erzähle dir überhaupt nichts. Okay. Ein Haufen Relikte. Alles, was ich weiß, ist... Oh, ups, tut mir leid. Karim, der Zakat-Gang-Boss? Alles, was ich weiß, er sieht ganz gut aus. Hehe. Okay, ihr seid mir keine Hilfe. Aha. Wie viele Münzen habe ich eigentlich? 10. Hey, Hände weg. Diese Zeichnung gehört mir. Nimmst du dir einfach alles, was du siehst? Mann. Ich wollte nur reden. Entschuldigung, kann ich Sie kurz stören? Sind Sie in der Zakat-Gang involviert? Ist das nicht Jerry aus dem... Nee. Ist der Jerry? Naja, ich weiß natürlich von Karim. Aber ich bin nicht Teil seiner Gang. Und das solltest du auch nicht, Mädchen. Sagen Sie, geht es Ihnen gut? Ich? Danke der Nachfrage, aber mir geht es gut, wirklich. Oh, es ist nur... Ich bin nur irgendwie ein bisschen gelangweilt, nehme ich an. Gelangweilt? Von was gelangweilt? Von dem Essen.
Es ist immer dasselbe, Tag ein, Tag aus. Ich habe eine Vorliebe für das Kochen, weißt du? Aber es war in letzter Zeit sehr hart. Ich hatte keine andere Wahl und musste mich auf Lebensmittelkarten verlassen. Und das Essen, das man dagegen eintauschen kann, nun ja. Es ist nicht gerade ein Fest für die Sinne. Offen gesagt, es deprimiert mich. Es tut mir wirklich leid, das zu hören. Und sie machen mir Lust auf das Essen der Oberschicht. Hast du gerade Oberschicht gesagt? Wenn ich nur an solches Essen rankommen könnte. Luxuriöses Essen zu speisen, es würde meine Stimmung wirklich heben. Ach. Sagen Sie, diese Zeichnung, würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn sie, Sie wissen schon, mitnehmen würde? Auf keinen Fall, Mädchen. Was ist los mit dir? Diese Zeichnung ist hohe Kunst. Ich werde sie nicht einfach weggeben. Okay, okay. Nun, okay, danke. Okay. Du bist ja süß. Sie scheint gerade zu schreiben, aber ich sollte es lieber nicht lesen. Wow, sie hat fast so viele Bücher wie Rex. Hallo, kann ich euch irgendwie helfen? Du bist eben nicht zufällig ein Mitglied der Zakat Gang? Nein. Ich zahle meine Gebühren an Karim und das war's. Weil wir neue Mitglieder sind und wir haben irgendwie vergessen, wo wir diese Relikte platzieren. Oh, es tut mir leid, aber ich weiß nicht wirklich viel über solche Dinge. Okay. Die ist aber echt süß. Moment mal, kann ich das Buch antatschen? Nee. Sherry. Wir sind jetzt dahin, ne? Wir gehen jetzt dahin. Nein, da wollte ich nicht hin. Das ist das Versteck der Zakat-Gang. Karim ist drin. Können wir hier endlich weg? Oh, Karim hasst dich wirklich, oder? Was um alles Welt hast du ihm getan? Nichts. Das ist eine lange Geschichte. Egal, dann behalte es für dich. Halt dich einfach zurück und halte deinen Turban unten, okay? Keiner wird dich erkennen. Hm. Wollte ich eigentlich nicht hin. Ich wollte eigentlich nochmal zurück. Da geht es nämlich lang. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob ich nicht irgendwo was habe. Warum, Wind, warum? Meine wertvollen Zeichnungen, so schön gestaltet und doch. Verzeihung, Sir, wir würden Sie gerne etwas fragen. Ihr unterbricht einen Künstler bei seiner Arbeit, wirklich? Das mag etwas seltsam klingen, aber wir suchen nach Informationen über die Zakat-Gang. Siehst du aus wie ein Gangster? Naja, ist eine ehrliche Antwort. Nein, tue ich nicht. Ich wurde als Künstler geboren. Ja, aber das ist es ja gerade. Wir suchen einen Außenseiter mit Insider-Informationen. Außen oder doch innen, wie wunderschön tiefgründig. Die Quelle der Inspiration, sie fließt. Hey, genug mit deinem Kunstzeug. Weißt du was oder nicht? Nein, tue ich nicht, aber... Aber? Aber vielleicht könnt ihr mir aushelfen. Ich könnte ein paar Leute gebrauchen, die nichts zu tun haben. Der Wind hat meine schönen Zeichnungen verstreut verloren, überall im Zakat-Distrikt. Ja, viel Glück dabei. Bringt mir 3 Zeichnungen zurück. Und ich gebe euch etwas im Gegenzug. Na schön. Dann gehen wir mal dahin. Es scheint keine Zeichnung zu sein. Ah, so entspannt. Ah, ich weiß gar nicht. Ich sitze hier nur. Oh mein Gott, Gunther! Gunther bist du's. Du, ja, du, komm zu Gunther. Entschuldigung. Nein, Gunther sagt, Entschuldigungen sind nicht erforderlich. Deine Schönheit ist nicht zu entschuldigen. Nein. Könnte Gunther dich umwerben, schöner Engel, für ein kleines Rendezvous? Nein. Ein bisschen herumtollen im Brunnen mit Gunther, ja? Komm, plitsch, platsch mit Gunther. Ist das nicht ein Trinkbrunnen? Frivoles Gerede, Gunther schert sich nicht um solche trivialen Details. Nein, die Welt ist ein Spielplatz, ja? Komm, komm, setz dich neben Gunther. Ich gehe jetzt. Hey, belästigt dich dieser Widerling? Lass ihn in Ruhe, du Spinner. Sieht aus, als hättest du sowieso schon Besuch. Gunther ist tief verletzt durch diese Ablehnung. Aber so ist das Leben eines Junggesellen. Ja, außerdem kannst du deine Meinung noch ändern. Komm zurück zu Gunther, wenn du zu tun hast. Ich glaube, vielleicht. Sie ist ein Vogel. Sie ist ein Vogel, Barney. Natürlich ist sie ein Vogel, Fred, du Dummkopf. Aber wer ist sie? Warum geht es in dieser Zeichnung wirklich? Oh, du denkst, das ist etwas jemand Besonderes? So kommt mir zumindest besonders vor. Was, wenn diese Zeichnung super wertvoll ist, Fred? Wir könnten reich sein, Barney. Hallo Leute, darf ich mir mal sehen? Hey, das ist unsere Zeichnung. Du kannst sie nicht haben, sie wird uns reich machen. Ah, wirklich? Ich darf sie nicht haben? Oh, warte, warte, wenn du uns stattdessen reich machen kannst, dann kannst du sie haben. Reich, aber ich habe nicht 5 Münzen, wenn du diese Zeichnung haben willst.
wird es dich kosten. Ja, bitteschön. Bitteschön. Zählen wir mal nach. 1, 2, 3, 4, 5. Barney, wir sind reich. Wo hast du die ganzen Münzen her? Also, was wir hier finden können, sind Lebensmittelkarten. Wie auch immer. Das gehört jetzt alles uns. Du hast eine Zeichnung von fragwürdiger Qualität. Dann tippe ich nochmal ein bisschen hier so rum, weil ich brauche Münzen. Stimmt's, also danach habe ich gesagt, du kannst das, was ist los mit dir? Hey, hör mir zu, wuch, du Trottel. Ach, seht ihr diese Augenklappe? Die habe ich bekommen, als ich in der Zuckert-Gang beigetreten bin. Wenn irgendjemand versucht, Karim zu schaden, ich verschrecke sie einfach und ich werde vielleicht... Hey, Zuckert-Gang? Ich mag sie nicht. Sie haben mich gezwungen, einen tollen Ring herzugeben, den ich ausgegraben habe. Ich habe keine Ahnung, wo sie ihn hingebracht haben. Gehen wir mal da. So viele Wege zum Laufen. Nari, wo gehst du hin? Das ist der Magistratdistrikt. Der was? Wir suchen nach Hinweisen, richtig? Ja, aber wir nähern uns der Grenze des Armenviertels, Nairi. Und die Leute können sie nicht einfach so überqueren, wie sie wollen. Ja, das weiß ich. Deshalb suchen wir überhaupt nach einem Schmuggler. Aber was weißt du, was für Leute hier leben? Beamte und Facharbeiter aus den Oberklassen. Ich weiß immer noch nicht, worauf du hinaus willst. Mensch, kommst du eigentlich jemals raus? Der Punkt ist, das sind keine armen Leute. Diese reichen Leute würden nichts von Karim wissen. Oder von seinem geheimen Versteck der Relikten. Ja, aber man weiß nie, oder? Sie könnten etwas gesehen haben. Gut, dann geh und frag rum. Gib mir aber nicht die Schuld, wenn du deine Zeit vergeudest. Zuckert-Gang, Karim, ich weiß nicht, woran du redest. Wir sind von der Bezirksverwaltung, ein kleiner Hafen für uns reiche Leute nahe der Bezirksgrenze. Der Kram der alten Leute interessiert uns nicht. Jetzt entschuldige uns. Jetzt mal ein bisschen näher. Eine Schule! Okay, das gucken wir uns bestimmt später an. Wie cool, eine Schule. Du bist süß. Entschuldigen Sie, Ma'am. Würde es Ihnen etwas ausmachen? Ach du meine Güte, es ist eine der Verarmten. Ich dachte immer, eure Art würde eher nicht hierher kommen. Da musst du wohl Hunger haben. Warum solltest du sonst den Magistratdistrikt besuchen? Eigentlich, das ist ziemlich lecker. Das ist ein ziemlich lecker aussehender Kopf. Oh, sei nicht schüchtern. Es ist nicht deine Schuld, dass du als Bettler geboren wurdest. Weißt du was? Ich bin heute in gnädiger Stimmung. Nimm dir einen davon, Mädchen. Sie sind wirklich köstlich. Das sind ein paar luxuriöse. Oh, geil. Komm, nochmal zurück. Aber eigentlich wollte ich dahin. Nein. Zurück. Wo muss ich denn hin? Darunter. Gehen wir mal dahin. Wo bin ich jetzt gelandet? Ich gehe da besser nochmal drüber. Wir brauchen mehr Struktur hier. Und da, außerdem scheint die Produktivität des Mauerwerks zurückgegangen zu sein. Hassim, sprich mit den Maurern und besorge ihnen, was sie brauchen. Nun, sieh sich einer dieser Abschnitte an. Hallo, Sir, dürfte ich was fragen? Hey, diese Arbeiterhütten sind nicht zugänglich. Brauche ich jetzt hier wirklich schon tagsüber wachen? Zuerst brechen Nachtschläge ein und jetzt schon während des Tages. Hey, sei nicht so mürrisch. Ja, wir würden nie nachts in Hütten gehen. Siehst du diese Marke, Mädchen? Ich bin der Bauaufseher. Das bedeutet beschäftigt. In Ordnung, Mann. Raus hier und mach die Tür zu. Du bist aber ein bisschen gemein zu mir. Aber dann gehe ich halt. Wollte ja auch nur ein bisschen gucken. Es ist eine Arbeiterunterkunft. Ich schätze, das ist zu teuer. Außer für die Arbeiter. Gehen wir mal zurück. Aber jetzt haben wir das luxuriöse Essen. Und können schon mal dem einen Dude was geben. Da wollte ich jetzt aber nicht rein. Was ist das für eine alte Lagerhalle? Niemand würde Wertsachen in einer so herunterkommenden Müllhalle verstecken, oder? Außerdem sind die Türen nicht mal verschlossen. Sieht nicht sehr vielversprechend aus. Komm schon, lass uns schauen, ob wir andere Spuren finden. Ich schätze, du hast recht. Versuchen wir es woanders und finden bessere Spuren. Ich wollte eigentlich zu dem Hund. So, dahin. Genau zu dem hier wollte ich. Was ist das? Schnupper. Ist das Oberschichtessen? Wie bist du da rangekommen? Ich hätte nie die Gelegenheit, solch kulinarische Exzellenz zu probieren. Willst du wirklich mir das geben?
Klar, nur zu. Ich habe sowieso keinen Hunger. Aber ich kann doch nicht einfach... Nein, nicht ohne dir etwas im Gegenzug zu geben. Wie wäre es damit? Ich gebe dir diese Zeichnung. Es schmerzt mich, mich von ihr zu trennen, aber nur zu, nimm sie. Oh mein Gott! Eine Titanic-Katze. Oh, ich finde das schön, dass man wirklich so verändert sieht, wie die essen. Das ist ein Haufen Wäsche. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, ich habe noch nie in meinem Leben Wäsche gemacht. Eines der reichen Mädchen, schätze ich. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob ich hier irgendwo Dings finde. Ja, ich kann das nicht glauben. Er muss schon wieder faulenzen. Lässt seine Mutter die ganze Arbeit machen. Der faulste Sohn in ganz Schirin, dieser Faulenzer. Jo, Waschfrau, wir haben ein paar Fragen. Jo? Ach, noch eine von Karims Schergen. Mein Sohn tritt eurer albernen Gang nicht bei. Und das ist endgültig. Nicht begeistert von der Zackert-Gang, was? Perfekt. Nicht begeistert von der Zackert-Gang? Du, da liegst du verdammt richtig. Warum? Was geht dich das an? Wir wollen ihn ausrauben. Sayo, was sagst du da? Sag es hier nicht. Leute, Leute, entspannt euch. Die Waschfrau hier wird uns nichts verraten. Oder? Ein Fan von Karim ist ein Freund von mir, sage ich. Karim und seine selbstgefälligen Diebesbande. Sie haben versucht, meinen Jungen zu rekrutieren. Aber mein Sohn wird niemals ihrer Gang beitreten. Ich verbiete es. Ja, ja, klar. Hör zu, Karim nimmt Relikte von Leuten, ja? Du weißt nicht zufällig, wo Karim und seine Gangster sie aufbewahren? Hast du irgendeine Ahnung? Ach, ich habe alle möglichen Dinge beim Wäschewaschen gehört. Egal, wer man ist, jeder muss seine Klamotten waschen. Die Mütter dieser faulen Zacker-Gang, Faulenzer, kommen alle hierher. Oh ja, ich höre alles Mögliche. Ja, in Ordnung. Go, Waschfrau. Und? Kennst du den Ort, nach dem wir suchen? Vielleicht, aber meine Erinnerung ist ein wenig getrübt. Ah, ich sehe, wohin das führt. Was willst du, Waschfrau? Mein Name ist Gertrude, nicht Waschfrau. Was ich will, ist, dass ihr meinen Sohn gerade rückt. Wie bitte? Mein Sohn Kail, er überlegt, sich Karims Gang anzuschließen und er hört kein bisschen auf seine Mutter. Aber er könnte auf ein paar junge Leute wie euch hören. Geht und bringt ihn zur Vernunft. Er soll seiner Mutter zur Abwechslung mal helfen. Hör zu, Waschfrau, sieht aus wie ein Babysitter. Okay, wir machen es. Wir reden mit deinem Sohn. Na, Iri! Was? Sie weiß etwas. Wir haben keine andere Wahl. Oh ja, ich kenne einige interessante Gerüchte. Aber irgendeine Idee, wo wir deinen Sohn finden können? Er macht wahrscheinlich ein Nickerchen in der Nähe von Karims Versteck. Dieser faule, nutzlose. Nimm das, das sollte diesen Faulenzer richtig aufwecken. Du hast einen Waschknüppel, offensichtlich. Okay. Gehen wir jetzt erstmal den Jungen verpelzen. Ich glaube, das war in die Richtung, ne? War das da? Da, ich glaube hier. Du hast eine Zeichnung. Ah, also denkst du, Kali wird der Gang beitreten? Wen juckt's oder wie auch immer. Wir haben jetzt eine Gitarre. Hehe. Also da gehe ich noch nicht rein. Da ist der kleine Schlump. Ich frage mich, wieso er so ist. Rex scheint nicht besonders ihn zu mögen. Aber bevor wir das machen, ich möchte ganz gerne die Zeichnungen abgeben. Das ist meine, diese perfekte Zeichnung. Sie ist beeindruckt, nicht wahr? Dies wird die blaue Jade-Halskette genannt. Eine Schiene vor erregt Aufmerksamkeit. Und doch wird das echte Motiv, eine Halskette der Jugend, der Tugend, verdeckt. Das ist so interessant. Meine schöne Zeichnung, ihr habt sie gefunden. Dies ist besonders phänomenal. Sie heißt die Gräfin von Nora. Die tiefe, stoische Blick der Gräfin. Oh, oh, diese perfekt dargestellte Pose. Ah, eine meiner Zeichnungen. Das ist eine besondere... Frau im Feld heißt sie. Die subtilen dunklen Blüten bilden einen gewaltigen Kontrast gegen die Unschuld eines jungen Mädchens, das Trost sucht. Okay. Sian, ja, es scheint, ihr habt alle meine Zeichnungen gefunden. Die Sicherheit meiner Zeichnungen ist eine Belohnung für sich selbst, oder? Das ist ja absolute Meisterwerke, sind kein Respekt vor künstlerischer Brillanz, wie ich sehe. Na schön, was habe ich hier rumliegen? Was kann ich loswerden? Ah, hier, nehmt das. Und nun lasst mich bitte in Ruhe. Kunst erfordert Einsamkeit. Du hast Farbpigmentpulver. Gut, um Farbe zu gewinnen. Ich weiß zwar nicht, warum. Ich wollte jetzt eigentlich den Typen hier mit dem Paddel mal eins rüberziehen. Bäm!
Was zum? Wofür war das denn? Wurde auch Zeit, dass du aufwachst. Du bist Kail, oder? Der Sohn der Waschfrau. Gertrude ist deine Mutter, richtig? Mann, das hat viel getan, weißt du. Aber ja, ich bin Kail. Deine Mama hat uns gebeten, mit dir zu reden. Hä? Was hat sie getan? Hör zu, Kail. Wir wissen, dass die Zackert-Gang imposant aussieht, aber... Ach, lass uns das beschleunigen. Die Zackert-Gang stinkt. Also geh nach Hause, hilf deiner Mutter und vergiss diese Flausen. Hey, das hat sich gereimt. Cool. Ja, aber danke und so. Aber ich werde hier einfach weiter chillen. Sorry. So viel zu deiner direkten Herangehensweise, Sayo. Beachte sie nicht, Kail. Warum sagst du mir nicht, warum du nicht nach Hause gehen willst? Nicht, dass es dich etwas angeht, aber meine Mutter nörgelt ständig an mir. Als ob ich ein kleiner Junge wäre. Aber die Jungs hier finden mich super, also komme ich oft zum Versteck. Schlafen, Karten spielen, du weißt schon. Ich habe mich ihnen noch nicht angeschlossen, aber ich denke, das werde ich bald. Sie haben mir sogar gesagt, dass ich einen coolen Dolch bekomme. Kail, es tut mir leid, aber ich glaube, sie manipulieren dich nur. Sie wollen, dass du denkst, dass sie deine Freunde sind, aber sie lachen über dich hinter deinem Rücken. Vertrau mir, ich weiß. Niemals. Denkst du das wirklich? Nun ja, neulich habe ich ihm meine alte Gitarre geliehen. Aber immer, wenn ich sie bitte, sie zurückgegeben, ignorieren sie mich nur und lachen. Ich dachte, sie machen nur Spaß. Hör zu, du willst dich nicht mit diesen Typen einlassen. Am besten gehst du einfach nach Hause, ja? Also trotzdem, ich kann meiner Mutter nicht gegenübertreten, nicht ohne meine Gitarre. Sie wird mir das ewig vorhalten. Sie wird mich für immer nerven, weil ich sie verloren habe. Psst, Leute. Denkt nicht mal dran, ihm seine Gitarre zurückzuholen. Wir können nicht in Karims Versteck. Es ist zu riskant. Er hat recht, Nairi. Wir sollten es besser nicht tun, wenn wir es vermeiden können. Kali, wie wäre es, wenn wir dir eine neue Gitarre besorgen? Wie hört sich das an? Eine neue? Verdammt, ja. In Ordnung. Wir werden sehen, was wir tun können. Wir haben auf jeden Fall eine Gitarre. Aber wo kriegen wir eine Gitarre her? Ah, ich habe eine Idee. Moment. War das hier? Wir hatten nämlich nicht alle Gänge hier. Ist ja so ein Dingsbums. Da waren wir nämlich noch nicht drin. Ach, das ist das Lager. Okay. Eine Gitarre. Wo kriegen wir eine Gitarre her? Gehen wir mal hier hin. Da haben wir nämlich noch nicht zu Ende geguckt. Ich komme fast dran. Okay, dann bohren wir mal weiter. Oh, das ist ein hübsches Make-up, das du aufgetragen hast. Ah, danke. Make-up? Nicht gerade leicht, hier an so etwas heranzukommen. Ach, ich mache es einfach selbst. Wow, wie macht man das überhaupt? Das ist mein Geheimrezept. Das ist erstaunlich. Könntest du etwas machen? Lenk meine Schüler nicht ab. Sie arbeiten hart. Oder zumindest hoffe ich das. Oh. Nun, ich würde Pigmente benötigen. Für all die schönen Farben, wisst ihr? Oh, und ich würde einen schönen kleinen Behälter benötigen. Er muss sauber und klein sein. Sonst wird es das Make-up ruinieren. Also ich habe schon mal die Pigmente. Kinder, konzentriert euch auf eure Aufgaben. Judy, hör auf dein Make-up zu starren. Kümmere dich um dich selbst und nicht um deine Kosmetik. Mohammed, hör auf, in der Nase zu bohren. Bubu, hör auf, Lilly anzuspucken. Lilly, spielst du Karten mit Bubu? Oh, was für ein Job. Jetzt muss ich einfach die konstante durchschnittliche Dichte berechnen. Und dabei den gesamten dynamischen Druck und die Geschwindigkeit berücksichtigen. Oh mein Gott. Für Lilly, das ist nicht fair. Hehe, ich habe schon wieder gewonnen. Bubu. Die bescheißt doch. Lilly bescheißt. Jede Wette. Okay, dann gehen wir mal raus. Dann gehen wir mal da. Ah, ich weiß nicht viel über die Gangs. Ich weiß nur, dass Karim ein Heiliger ist. Er hat Lebensmittelkarten an uns armes Volk verteilt. Ich werde meinen Sohn der Gang beitreten lassen, sobald er mit der Schule fertig ist. Ach, immer dieser Gruppenzwang. Wer ich bin? Warum bin ich hier? Warum bin ich hier? Worum geht es hier? Welche ist meine Lieblingseissorte? Schokolade. Wahrscheinlich Schokolade, ja. Warum lassen sie hier armes Volk rein? Sicher, die Bezirksverwaltung ist in einem armen Bezirk, aber... Was in aller Welt ist eine Zackert-Gang? Bitte störe uns nicht und nicht unsere geistreichtige Unterhaltung. Also dieses Tor führt zum Kreuzpunkt der Distrikte in Richtung Mitteldistrikt.
wenn ich den Wachen nun erklären könnte, dass ich die Tochter des Ratsvorsitzenden bin. Sie will mich sofort eskortieren. Aber ich weiß noch, was Sami und Frederik mir gesagt haben. Die königliche Vertrauen vertraut man lieber nicht. Karem? Ich kenne niemanden, der so heißt. Dann gehen wir mal da rein. Ein nettes Porträt, aber der Ehemann sieht ein bisschen grummelig aus. Kenne ich! Ich habe auch so einen zu Hause. Nichts zu tun, niemand zum Reden. Er musste diesen Job einfach annehmen, nicht wahr? Und seine Frau in den Slums von Shirin bringen. Irgendjemand bringt mich einfach hier weg. Ma'am, entschuldigen Sie die Störung, aber habe ich meine Tür wieder offen gelassen oder so? Klopft sie nicht an? Ach egal, geht einfach, okay? Ich bin nicht in Stimmung, mir irgendwelche Wünsche anzuhören. Besonders von den weniger Privilegierten. Geht schon, kusch. Es sei denn... Oder wartet, ich habe einen Job für euch. So viel dazu, sich nicht für die weniger Privilegierten zu sich zu finden. Seid nicht so schnippig, Mädchen. Ich werde euch angemessen entschädigen. Ich höre. Findet mir etwas Gesellschaft. Gesellschaft? Mein Ehemann scheint sich nur seiner kostbaren Arbeit zu widmen. Aber eine Frau braucht Unterhaltung. Das stimmt ihr sicher zu. Nur wenn du nur etwas Gesellschaft brauchst. Rex, komm her. Nein, lass mich in Ruhe. Na los, sag etwas Lustiges zu ihr. Nein, nicht er. Er sieht noch langweiliger aus als mein Mann. Ja, vielleicht hast du recht. Ey, wie nennst du hier langweilig? Mein Wissen über die Geschichte von Shirin würde dich die ganze Nacht wach halten. Das kannst du mir glauben. Findet mir jemand, der mich unterhält. Jemand Lustigen und Charismatischen. Ich werde euch sicher entschädigen. Lustig und charismatisch. Bob. Wir bringen ihm Bob. Schwierig. Aber Bob wäre vielleicht eine Motivation. Es ist der. Ah, du bist zu Gunther zurückgekehrt. Das muss Schicksal sein. Wir sind nur auf der Deutschreise. Bitte rede nicht mit mir. Was? Schon wieder abgewiesen? Warte. Gunther bittet um einen Gefallen. Lass sie einfach in Ruhe. Nein, nicht diese Art von Gefallen. Gunther möchte sich ändern. Was meinst du das ernst? Was ändern? Deine Unterwäsche? Unterwäsche? Nein. Gunther hat schon vor 2 Tagen seine Unterwäsche gewechselt. Uff. Nein, Gunther hat ein viel ernsteres Problem. Gunther leidet unter furchtbarer Traurigkeit, ja. Einsamkeit nagt an Gunthers Seele. Gunther sucht nach wahrer Liebe. Klar, sicher tust du das. Günther ist sich sicher, ja. Also muss ich euch fragen, hat jemand von euch zufällig eine Dame getroffen, die leidenschaftliche Romantik braucht? Oh mein Gott. Vielleicht haben wir das. Wirklich? Gunther wird sich eurer Gruppe anschließen, ja. Zeigt Gunther seine wahre Liebe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir bringen jetzt nicht den Pinguin zum Eisbären. Du hast Gunther, aber wie? Oh mein Gott. Wo ist der hin? Ist der gerade... Wie kann er da überhaupt reinpassen? Oh mein Gott. Gunther ist jetzt nicht... Oh mein Gott, wir bringen echt Gunther zum Eisbären. Was zum... Wen habt ihr für mich eingeladen? Ich verlange eine Vorstellung. Gunther will nicht stören. Nein, bitte nehmen Sie Gunthers aufrichtige Entschuldigung an. Nein, Gunther wurde hierher gebracht, um wahre Gesellschaft zu finden und steht vor Ihnen, erstaunt über Ihre reine Schönheit. Ach du meine Güte, was für ein positiv charmanter Gentleman. Gunther sagt bitte, nenn mich bitte... Gunther, sagst du? Bitte nenn mich Bahiara. Bleib doch eine Weile, okay? Und sich in der Schönheit eines echten Engels sonnen... Gunther wäre sehr erfreut und geehrt, ja. Gunther wird bleiben. Ich muss sagen, ihr minderwertiger Abschaum der Gesellschaft habt euch wirklich für mich eingesetzt. Danke. Hey, Schickimicki, wie wär's mit einer Entschädigung? Wie unhöflich, trotzdem. Ihr habt mich vorhin von unerträglicher Langeweile bewahrt. Wirklich, mein Mann hat mich zu Tode gelangweilt. Also bitte hier, schön. Tausche ich gegen anständige Kleidung um. Du hast einen Make-up-Behälter, zwar leer, sieht aber schick aus. Ah, das können wir denn da eingeben. Ich weiß zwar nicht, wozu wir das Make-up brauchen, aber das ist egal. Oh mein Gott! Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Oh nein. Okay, gehen wir lieber raus, bevor es so viel wird. Aber bis dahin würde ich sagen, wir beenden hier diesen Part. Wir gehen als nächstes in die Schule. Oh mein Gott, das habe ich jetzt nicht gesehen.
Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.